Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und heute ein Video, das etwas anders ist als sonst, keine Filmkritik, sondern eher was für Leute, die interessiert sind rund ums Thema Film, vielleicht auch mal beim Film arbeiten wollen oder zumindest einen anderen Einblick darin bekommen wollen, denn genau wenn es darum geht, sind Filmfestivals immer eine eigene Thematik für sich und heute geht es um ein mittleres und in Deutschland sehr bekanntes und auch weltweit nicht unrenommiertes, was jedes Jahr in Potsdam-Babelsberg stattfindet und zwar um die Sehsüchte 2012. Die Sehsüchte 2012 sind das 41. Festival der Sehsüchten, aber erst einmal dazu oder das Thema erstmal ein klein wenig zurückgestellt und ein klein wenig mehr, um vielleicht den Weg dahin zu finden, worum es dabei eigentlich geht. Und es wird auch eine Verlosung an Kinokarten dafür geben. Wer so Lust hat, kann ruhig bis zum Ende dranbleiben. Wir haben in Deutschland und ja, vor allem unter anderem reg ich mich darüber immer auf, weil ich das auch immer irgendwie beruflich kenne, immer wieder das Problem, dass wir sowohl im Fernsehen eine relativ geringe Qualität an Fernsehen haben, was daran liegt, dass immer wieder Budgets zusammengeschustert werden, immer weniger Gelder rausgegeben werden, auch große Formate in immer weniger Drehtagen realisiert werden müssen, was immer wieder einen Verlust an Qualität zur Folge hat. Denn je mehr Geld und je mehr Zeit ich habe, um etwas gut zu machen, da hat man nun mal Hollywood als gutes Beispiel, umso öfter kann ich etwas drehen, mit besserem Equipment kann ich etwas drehen und mehr Zeit und Liebe kann ich aufwenden, den perfekten Shot, den richtigen Schuss zu landen. Und das ist in Deutschland speziell im Fernsehen kaum möglich, aber leider Gottes auch auf der Kinoleinwand. Und dazu haben wir oft immer noch das Problem einer endlosen Förderung, das auch nicht unbedingt dem Wettbewerb in jedem Belangen gut tut. Und obendrein gibt es immer ein Problem mit den Stoffen oft. Und das wiederum zeigt sich im Fernsehen, haben wir das Problem, dass ein schlechtes Quotenmesssystem zugrunde liegt und genauso auch noch irgendwo der Punkt zutrifft, dass zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen, die sich nun mal durch GEZ finanzieren und dann auch noch durch Werbung finanzieren können, was ich persönlich sehr dramatisch finde, man oft in den entscheidenden Positionen bei dem einen oder anderen Redakteur das Gefühl hat, hier wird sich nicht getraut, mal etwas anderes zu machen und gegen den Strich zu bürsten. Und dafür, dass so ziemlich jeder mit der GEZ zahlt, finde ich auch das Angebot, das teilweise von Öffentlich-Rechtlichen im Unterhaltungsbereich, im Spielfilmbereich jetzt, meine ich also nicht Sportevents oder Co. angeboten wird, relativ mäßig und nicht unbedingt für das junge Publikum zugeschnitten, was sehr schade ist, denn ich finde, wir haben auch einen Anspruch auf gute Unterhaltung und richtig gute Filme werden dann oft irgendwann in die Nacht programmiert, wo sie dann kaum einer sieht. Das ist nun einmal schade und dazu kommt immer noch eine gewisse politische Korrektheit, die in Deutschland immer wieder an den Tag gelegt wird, was ja auch nicht schlimm ist, aber gerade bei Film und wenn es ums Thema Kunst geht, sollte man sich trauen, neue Wege einzuschlagen und das zeigt sich im Kino leider Gottes auch so und deswegen ist zwar deutsches Kino ein Stück weit auf dem Vormarsch, aber im Vergleich zu Ländern wie England oder Frankreich einfach überhaupt nicht genug. Es gibt zu wenig europäische Kooperation, es wird zu wenig in Deutschland auf Englisch gedreht und wenn wir dann mal kein Drama haben oder keinen Kriegsfilm oder keine Stasi-Geschichte, woran sich auch schon fast jeder Zuschauer tot gesehen hat. Inzwischen gibt es immer wieder kleine Lichtblicke wie Vincent Vermeer oder Alles auf Zucker, die fetten Jahre sind vorbei. Aber leider Gottes auch oft viel zu überlastige Komödien, die einfach überhaupt nicht wohl dosiert sind, wo es dann zu sehr auf die 12 geht und nicht so ganz witzig ist. Oder dann im schlimmsten Fall auch Liebeskomödien, die kein Ende kennen innerhalb ihres Genres und Science-Fiction, Horror, oder auch Psychothriller existieren kaum in Deutschland. Da kann man froh sein, dass ein Film wie Hell letztes Jahr erschienen ist und auch beim Deutschen Filmpreis relativ viele Nominierungen bekommen hat. Warum sage ich das jetzt alles? Um so ein bisschen, und ich könnte darüber Stunden reden, den Status quo meiner Meinung nach in Deutschland festzulegen. Und dann kommt man immer an das Problem, dass alte Leute entscheiden und weiter wollen, dass die Räder sich so drehen, wie sich immer gedreht haben, aber neue, frische Ideen nachwachsen müssen. Und das passiert in erster Linie durch neue Produzenten, junge, frische Regisseure, die auch Mut haben, vielleicht ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, was zu wagen und dann am Ende vielleicht groß belohnt werden. Und dann kommen nämlich genau an dieser Stelle Filmfestivals ins Spiel. Filmfestivals sind auf der ganzen Welt wichtig. Es gibt immer wieder Independent-Festivals oder große, wo man abgefahrene Filme sieht, in den USA beispielsweise Sundance oder man hat auch in Tribeca in New York immer wieder
Jedes Jahr ein tolles Festival. In Deutschland hat man natürlich die Berlinale als das Größte, was international enorm angesehen ist, aber nicht unbedingt Raum für kleine Independent-Filme in jeder Art und Weise bietet. Dann gibt es dann noch Hof, den Max-Ophüls-Preis, Hamburg und München. Das sind so die fünf großen in Deutschland. Und dann gibt es so eine mittlere Riege von vielen angesehenen Festivals. Und da kommen dann die Sehsüchte ins Spiel. Und endlich bin ich bei diesem Punkt. Die Sehsüchte sind ein Filmfestival, bei dem viele Macher rund um den Erdball Drehbücher einreichen können zu einem Schreibwettbewerb, in dem sie Filme in verschiedensten Kategorien, Dokumentarfilme, Spielfilme, es gibt hier Kategorien, die man einreichen kann, Spielfilme unter 30 Minuten, über 30 Minuten, Dokumentation, Animationsfilme, Musikvideos und so weiter und so fort. Und die werden dann in verschiedene Wettbewerbe aufgeteilt, denn man kann bei diesen Festivals immer Preise und Preisgelder gewinnen. Und dort findet man praktisch junge Filme mit frischen Ideen, und das findet dieses Jahr zum 41. Mal statt, die Sehsüchte vom 24. bis 29. April. Und nur mal zwischendurch, ich bin jetzt hier nicht angehalten worden, irgendwie ewig drüber zu reden, aber das Festival ist an mich herangetreten, und das ist natürlich toll, wenn die wahrnehmen, dass ihr Filminteressierte seid und man das euch nahe bringen kann, und vielleicht hat der ein oder andere Lust oder lebt in Berlin oder Brandenburg und kann dann nach Potsdam, denn es findet an der HFF, an der Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg statt, oder dort in der Nähe, und jeder, der in Berlin und Brandenburg ist, kann da gerne hin. Dieses Festival findet vom 24. bis 29. April statt, umrahmt also auch noch Preisverleihungen wie den New Faces Award oder den Deutschen Filmpreis, die in dem Zeitraum stattfinden, und dort kann jeder Filminteressierte hingehen, sich Filme anschauen. Das ist dann immer quasi eine Vorstellung in einen Filmblock geteilt, in 120 Minuten lange Filmblöcke, wo man sehr, sehr also mehrere Filme sehen kann, die zusammengebaut sind, und die Regisseure und die Macher, die dieses Festivals sind dann immer anwesend. Man kann danach noch Fragen stellen, und alle, die vielleicht mal wissen wollen, wie funktioniert Film, was hat der Regisseur sich dabei gedacht, warum ist das so und so, kann dort Fragen stellen, junges Publikum kennenlernen und auch ganz viele abgefahrene Ideen. Unter anderem gibt es beispielsweise auch eine Rubrik, die sich Fokus nennt. Die hat jedes Jahr ein neues Thema, die läuft nicht im Wettbewerb, aber dieses Jahr ist das Thema Nachhaltigkeit. Und wer jetzt denkt, dass Filme dort nur eine schlechte Qualität haben, ja, die haben ja kein Geld, keine Idee, was sollen die machen, ich kann auch meine Wackelkamera nehmen und irgendwas drehen, dann sieht man in folgendem Ausschnitt, der auch schon auf YouTube ansonsten der gesamte Spot verlinkt ist, ein kleiner Ausschnitt aus einem Social Spot, dass die Qualität, die dort eingereicht wird an Filmen, überhaupt nicht schlecht sein muss. Also, Film ab! Dieser kleine Ausschnitt gerade hat für mich zumindest gezeigt, was für eine Qualität und Message man verbauen kann. Wer es jetzt bei diesen 40 Sekunden noch nicht verstanden hat, dann mehr durfte ich an der Stelle nicht verwenden seitens des Festivals, kann sich einfach mal hier den gesamten 2-Minuten-Spot klicken. Ich finde ihn wirklich super gelungen. Interessante Nachricht, ein sogenannter Social Spot, also ein soziales Engagement, das dahinter steckt. Und das zum Beispiel nur ein kleines Beispiel dafür, was für Filme man dort sehen kann. Wer also Lust hat und sich mal für Filme machen interessiert und junge Leute kennenlernen will und sagt, hey, ich will vielleicht später mal Kameramann werden, und übrigens die Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf, bei der das stattfindet, ist auch eine der angesehenen Filmhochschulen in Deutschland, neben Schulen wie Köln oder München oder Ludwigsburg, die so oder Hamburg, die auch ebenfalls große sind, hat man so diese fünf großen, kann dort alles rund zum Thema Film lernen, Fragen stellen. Es gibt auch eine Retrospektive, bei dem Doris Dörrie da ist, und man kann Fragen stellen. Man kann viel über Schreiben lernen. Also dieses Video ist hier wirklich für Leute, die sagen, ich will tiefer in die Materie einsteigen, will vieles lernen und nicht vielleicht nur unbedingt Filme konsumieren, sondern auch neue Ideen kennenlernen, Kontakte knüpfen und einfach mal so ein bisschen abtauchen. Und wenn man schon mal dann bei den Sehsüchten ist, kann man vielleicht auch gleich eine Babelsberg-Tour machen, was auch immer. Da kann man dann tolle Kulissen sehen, wie die von Sonnerlee oder die Babelsberg-Studios. Auf jeden Fall nicht uninteressant und vielleicht für den einen oder anderen ein Wunsch. Natürlich kriegt ihr
alle Informationen rund um die Seesüchte in der Infobox, wichtige Links und ich werde das Video, ich werde natürlich noch weitere Kritiken und Tipps zum Wochenende und so weiter drehen, werde es aber als Startvideo auf dem Kanal stehen lassen, damit das vielleicht viele Leute erreicht, denn ich finde es wichtig, ich habe mein Leben lang immer vom Film und solchen Festivals und alles, was dazugehört, auch mit dem Kanal jetzt profitiert und finde es toll, wenn man darüber reden kann und habe jetzt noch zum Ende, und da will ich jetzt auch mal hinkommen, 5x2 Freikarten für euch, für jeweils dann einen Filmblog, das heißt, du kannst dann mit deiner Freundin oder mit einem Kumpel, was auch immer, da hingehen und dir praktisch 120 Minuten anschauen, dir was raussuchen und danach auch Fragen stellen und mit Regisseuren was auch immer reden, alles halt schön in Potsdam und Babelsberg, das heißt, bitte schreibt mir in die Kommentare, wer gerne dorthin will, 5x habe ich diese Karten zu verlosen, also 5x2 Karten, und aber wirklich auch bitte Leute, die dorthin gehen, denn auf solche sind das Fest, ist das Festival immer angewiesen, also nicht, wenn ihr jetzt aus München kommt und sowieso gar nicht in Berlin seid und kommt da gar nicht hin, dann reinschreiben, natürlich interessiert mich trotzdem, was ihr über die Seesüchte denkt, aber für diese Verlosung einfach reinschreiben, wer da wirklich gerne hin will, die Tickets sind natürlich umsonst, ihr müsst dann halt dorthin fahren und ich verlose das dann auch relativ schnell, das Festival startet ja schon am 24., das heißt, Sonntag sage ich dann Bescheid, wer gewonnen hat, schreibt ihr mir eine Privatnachricht und braucht dann nur euren Namen und die werdet dann praktisch auf die freie Liste gesetzt für das Festival, was dann so ein Filmblog anschauen angeht. So, das war jetzt erstmal so klein rund um die Seesüchte. Wird mich interessieren, ob euch das interessiert, mehr über Filmfestivals, vielleicht über kleine Geschichten rund ums Film, Thema Film mehr zu wissen, ob ihr vielleicht sogar dahin geht, schon mal da wart, was ihr wisst. Vielleicht ist ja sogar einer bei so vielen Zuschauern sogar vertreten mit einem Film oder Projekt oder was auch immer. Ich bin gespannt, für mich jetzt eine neue Erfahrung, auch mal sowas zu machen. Mal gespannt, wie das Echo ist und hoffe, ihr schaut mal bei den Seesüchten vorbei und wir sehen uns natürlich ansonsten morgen wieder, wie immer um 15 Uhr dann mit dem Tipp zum Wochenende und ich hoffe, ihr seid dann mit dabei, natürlich um 3 Uhr.